dass ein Diakon jemand ist, der durch seine pädagogischen und spirituellen Fähigkeiten, durch seine seelsorgerlichen Möglichkeiten jemand ist, der so zwischen der Welt Kirche und der Jugendkultur Kontaktpunkte herstellen kann. Wir sind eigentlich ständig mit Menschen konfrontiert, die sich in Notlagen befinden, sei es finanzielle Notlagen. Da klopfen sehr viele im Pfarramt an die Tür oder kommen auch ins Gemeindebüro oder eben auch in anderen sozialen Notlagen, dass sie Hilfe brauchen, Beratung brauchen. Es macht Spaß, den Menschen zu begegnen und auch zu sehen, dass ich in Krisensituationen doch etwas bewirken kann, etwas Gutes. Ich habe vorher eine Ausbildung zur Maler- und Lackiererin gemacht. In meinem Semester waren es eine ganze Menge, die vorher eine andere Ausbildung gemacht haben. Und ich denke, dass das auch sinnvoll ist, weil man dann eben dementsprechend auch schon ein bisschen mehr im Leben steht, etwas mehr Lebenserfahrung hat. Der wesentliche Punkt ist einfach, wir laden die von den Hecken und Zäunen ein. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber dadurch haben wir ein klares diakonisches Profil unserer Arbeit. Ich würde wieder Diakonin werden. Wir haben einen Mehrwert zu bieten, dadurch, dass wir uns gerade mit diesen elementaren Lebensthemen, wie kann ich gut leben? Was ist eine Lebensqualität? Wie kann ich gut mit Mitmenschen umgehen? Und ich glaube, die Bibel als Grundlage bietet da besonders viel Hilfe. Die Qualität unserer Arbeit, das kann man auch im Vergleich sagen, die ist sehr hochwertig. Und wenn die Leute einmal mit uns in Kontakt gekommen sind, dann schlägt das auch schon Wellen. Ich habe mit Menschen unterschiedlichster Altersgruppen zu tun. Es beginnt so im Konfirmandenalter und dann mache ich projektweise Jugendarbeit mit bestimmten Aktionen und Kurzmaßnahmen, Frauenarbeit. Ich begleite einen Besuchsdienst und bin in den Altenheimen zu Andachten und Seelsorgebesuchen. Ja, wir hatten einen großen Jugendkongress und haben diese Frage den Jugendlichen gestellt: Wie können wir eigentlich euch erreichen? Und dann war ein Ergebnis eben: Macht doch etwas bitte, was uns vom Sessel reißt. Und zwar am 30.04.2004 gab es in der Fußgängerzone in Hameln für den ganzen Landkreis einen großen Antigewalttag. Da ist es uns gelungen, alle anderen Verbände mit ihren Jugendlichen einzubinden. Und da haben wir alles rausgelassen, was Jugendarbeit so kann. Von der Kletterwand bis zu einem Fotostand, über Informationen, über Tanzgruppen und einen ganz tollen großen Gottesdienst am Ende, der hieß Angriffslaune. Aber was das Besondere an dieser Arbeit ist, dass ich sehr vernetzend tätig bin. Ich versuche, Kirche sichtbar zu machen im Stadtteil, indem ich mit anderen vernetzend zusammenarbeite und auf diese Art und Weise an Menschen herankomme, mit ihnen spreche, mit ihnen arbeiten kann, die normalerweise nicht von alleine in der Kirchengemeinde auftauchen würden. Wir haben einfach gemerkt, dass sich viele bei uns vor der Tür auch trafen. Und wir haben dann geguckt, inwieweit ist das auch nötig für eine Kirchengemeinde, Jugendliche anzusprechen, die zu unserem Umfeld gehören, die aber uns nicht besuchen. Und wir haben festgestellt, dass das sehr nötig ist. Erfolg ist für mich, wenn ich merke, dass Menschen leuchtende Augen kriegen. Die Aktion Rote Karte, um großflächig Flagge zu zeigen gegen Gewalt, Aggression, Rassismus oder auch einfach gegen dumme Sprüche. Ursprünglich war es als Aktion gedacht für Schulen mit einem Unterrichtsentwurf zur Einführung dieser roten Karte. Was kann man damit machen? Wie kann man mit diesem Thema umgehen? Aber inzwischen hat sich das unglaublich ausgeweitet. Es gibt Rückmeldungen von Richtern am Landgericht und am Verwaltungsgericht in Lüneburg, die sie einsetzen, nicht nur gegenüber Klienten, sondern auch gegenüber ihren Kollegen. Es gibt Rückmeldungen aus einer kleinen Firma, wo sich vier Sekretärinnen zusammengetan haben und ihrem Chef die rote Karte gezeigt haben, weil es für sie scheinbar die einzige Möglichkeit war, mal mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es gibt bei uns einen Mittagstisch für Kinder, das sogenannte Leckerhaus. Da bin ich einmal in der Woche und mache Hausaufgabenhilfe. Da sind viele Kinder, die andere Religionen haben, die auch nicht deutscher Herkunft sind. Die habe ich dort kennengelernt, mit denen arbeite ich dort. Und zum Beispiel kommen die dann, wenn ich Kinderaktionstage anbiete, das ist in den Osterferien gewesen dieses Jahr, zum Thema Mose, da sind auf einmal diese Kinder aufgetaucht und haben sich in die Gemeindearbeit eingebunden und hatten viel Spaß dort. Das war wunderschön. Das ist so ein Punkt gelingender Arbeit im sozialen Brennpunkt. Der Besuchsdienst, so dass das Ohr ist, was an der Gemeinde ganz nah dran ist. Bei manchen Besuchen gab es eine Rückmeldung: Sonntag habe ich in der Kirche den Pastor nicht verstanden. Daraufhin ist dann, nachdem diese Rückmeldungen sich gehäuft haben, endlich die Lautsprecheranlage untersucht worden und wir haben für eine neue Lautsprecheranlage gesammelt. Oder wenn jemand im Krankenhaus liegt, dann kriegen sie das da gesagt: Bei Geburtstagsbesuchen, meine Nachbarin liegt im Krankenhaus und würde sich über einen Besuch sehr freuen.
Bevor wir diese Angebote gemacht haben, und auch gab es im Gemeindegebiet Auffälligkeiten. Auch große Jugendklicken haben sich getroffen. Es kam zu Straftaten. Das war ein unruhiges Wohnumfeld. Es gab große Lautstärke auf dem Platz vor der Kirchengemeinde. Das Direkte ist einfach gewesen, dass sich das verändert hat. Und die Leute haben das gespürt. Ja, ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen, der so viel Freiräume ermöglicht, so vielseitig ist, wo ich einerseits selber so viel von meinen Ideen reinbringen kann oder von dem, was ich ausprobieren möchte, was mir wichtig ist, aber auch so viel Anregungen von anderen kriege und man nochmal auf eine ganz andere Spur gesetzt wird und was Neues entdecken kann, wo ich vorher vielleicht nie hingeguckt hätte. Handkapital to raise, aufbringen, manche sagen besser als entwickeln. Kapital, da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um ehrenamtliche Leistungen. Fundraising ist in erster Linie Beziehungsarbeit. Der zweite Teil ist einfach, dass wir ja eine professionelle Arbeit in unserem Bereich auch machen und viele Leute uns ja auch gerne unterstützen. Und da lernen wir im Fundraising-Bereich ja auch, dass wir einfach auch Leute mal fragen. Wir sind hier in Deutschland eine christliche Kultur und was um uns herum passiert, ist wichtig aufzunehmen, ist wichtig, damit Kontakt zu halten. Aber wir müssen uns auch zeigen. Das, was Fundraising ja auch ausmacht letztendlich, ich habe das eher intuitiv getan. Wir haben unsere Arbeit auch nach außen hin dargestellt. Wir waren viel in der Presse vertreten, weil die Leute auch nachgefragt haben, wo sind die eigentlich geblieben, die Klicken? Und wir dann eben zeigen konnten, dass wir in dem Bereich relativ erfolgreich waren. Meine Aufgabe beim Castortransport ist vor allen Dingen ja die seelsorgerliche Begleitung von Menschen unterschiedlichster Art, die dort agieren oder auch nur leben, sei es Bevölkerung, die einfach nicht mehr weiß, wie sie von A nach B kommt, weil die Straßen gesperrt sind oder die Polizei vor der Haustür steht, sei es Polizisten, die mal Hilfe brauchen oder auch Demonstranten, die von den Gleisen getragen wurden, in der Gefangenen-Sammelstelle unterkommen. Häufig, wenn da eine Besuchsdienstmitarbeiterin oder Mitarbeiter da sind, kommen kirchliche Themen auf den Tisch. Manchmal auch so das, was nicht so schön war an Erlebnissen mit Kirche, aber auch andere Dinge. Und man ist miteinander im Gespräch auf einmal über Dinge, über veränderten Konfirmandenunterricht, über Dinge, die früher wichtig waren im Leben, auch der Verwandten, der Kinder oder auch der Nachbarn. Manchmal auch das Bedauern, na, ich gehe ja nicht mehr so oft zur Kirche oder ich bin gar nicht mehr drin. Und darüber auch mal in einem ziemlich offenen Rahmen reden zu können, das finde ich ist ein positiver Nebeneffekt. Die Leute kamen und sagten, wir würden das gerne unterstützen. Wir haben gehört, dass sie das und das noch bräuchten und wir sind dann ins Erzählen gekommen und inzwischen ist das fast wie so ein Domino-Effekt. Also es ist klar geworden, dass die Arbeit wirklich nur gehalten werden kann, wenn Mittel da sind, auch in dieser Größenordnung und auch wenn es noch weitere professionelle Unterstützung gibt. Und es kommen viele Leute auf uns inzwischen zu und sagen, wir möchten gerne was tun in dem Bereich. Wir versuchen, die Jugendlichen Glauben zu wecken. Das macht stark fürs Leben. Mir macht ganz besonders die Arbeit im Kindergarten Spaß. Wir haben einen Kindergarten mit einem besonderen pädagogischen Modell, das ist die Regiopädagogik. Das ist super spannend für mich, da zu arbeiten. Ich finde, es ist anders als in anderen Kindergärten. Christlich ist für mich das auf die Menschen zugehen, das Nichtverschweigen meines Berufes, das deutlich machen, dass ich zu Gebet, zur Fürbitte, zum Zuspruch bereitstehe, das auch offen anbiete. Inzwischen steht ein Spielhaus auf dem Kindergartengelände, was von den Kindern selbst entworfen wurde. Mit einer Rutsche um einen Baum herum. Es gibt keine Treppe, man muss eine Schräge hochgehen. Man darf auf keinen Fall durch Türen gehen, sondern nur durch Fenster. Die Kinder haben das alles selbst entworfen. Und so etwas Tolles kann entstehen in diesem Pädagogikkonzept. Ich glaube, ich bin für diese Arbeit gut geeignet, weil durch meine Ausbildung als Diplom-Religionspädagoge eben beide in der Berufsbezeichnung vorkommenden Anteile gut zum Tragen kommen. Einmal das Pädagogische, um eben mit Gruppen, mit Einzelpersonen zu agieren, zu arbeiten, um organisatorisch viel zu leisten und eben auch das Religionspädagogische, weil ich denke, auch Menschen in Krisen, in schwierigen Situationen, in Gewaltsituationen, eben auch durch die Religion, durch unser Christsein, durch mein Christsein gut zu begleiten. Mein Gewinn ist erstmal eigenständiges Arbeiten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mein Gewinn ist, dass es meinem Naturell entspricht, da zu arbeiten und dass ich vieles von dem, was ich an Ideen habe, umsetzen kann. Also bei den Besuchsdienstmitarbeitenden habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre, wo wir zusammen diese Besuchsdienstarbeit machen, ist ganz viel persönlicher Kontakt und ganz viel Nähe auch gewachsen. Wenn die einfach auch schwierige Zeiten zu bestehen haben, merke ich, da kommt dann ein Anruf und ich bin gern bereit, sie auch zu begleiten. Ich habe bei einer Familie eben das Sterben der Mutter mit begleitet, die zu Hause als Pflegefall war und ihre Tochter eben bei uns im Besuchsdienst mitarbeitet. Und da merke ich, da ist ganz viel Nähe und wir tragen das gemeinsam.
Wir werden ja im Studium ganz klar geschult, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Wir haben gelernt, auf Leute zuzugehen. Manches war schwierig auch umzusetzen. Gerade die großen Praxisanteile im Studium, an der Fachhochschule, die haben dazu beigetragen, dass wir auch das immer wieder reflektieren konnten. Das Studium ist zunächst mal grundständig das Studium der Sozialarbeit mit zusätzlichen Lehrveranstaltungen in Religionspädagogik. Und darauf aufbauend gibt es dann 2 Semester grundständig Religionspädagogik. Vorher wird in Sozialarbeit mit einer Diplomarbeit abgeschlossen und nach diesem zusätzlichen Jahr, das auch nochmal ein Praktikum in der Schule beinhaltet, wo eben auch die Anerkennung für den Schulunterricht zu einem bestimmten Teil mit drin ist, ist dann die 2. Diplomarbeit in Religionspädagogik. Und darauf aufbauend dann eben das Anerkennungsjahr, das ich gerade mache. Das Zweite ist, dass wir fundiert mitbekommen haben, Konzepte aufzustellen. Wir machen eine vernünftige Arbeitsfeldanalyse vorweg. Wie sieht die Arbeit aus? Was ist notwendig in diesem Bereich? Und vor welchem Hintergrund findet das Ganze statt? Und meine Motivation ist eine christliche Motivation. Ich könnte mir das anders überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich nicht das Gefühl hätte, ich würde gehalten und getragen in der Arbeit, wenn ich das auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern merke, die das auch klar für sich so definieren können. Dann gibt es noch den Grund, weil es Gott einfach gibt. Und wenn es ihn gibt, dann ist es gut für die Menschen, sich ihm auszusetzen.